Jede Zelle läuft prinzipiell Gefahr, von einem Virus infiziert zu werden. So muss sich jede Zelle gegen ein Virus zur Wehr setzen können. Ein wichtiger Befund, den wir gemacht haben, ist, den Liganden für den Rezeptor RIG-I zu identifizieren. Solche Liganden kann man einsetzen für die Tumortherapie, für die Therapie chronischer Virusinfektionen und für die Therapie von Autoimmunerkrankungen. Ich bin überzeugt, dass das Immunsystem, obwohl wir schon sehr viel darüber wissen, insgesamt erst in Ansätzen verstanden wird. Und das ist ein großer Antrieb, den wir haben als Wissenschaftler.